Prinzessin Mary, große Trauer königlichen Geburtshelfer, 62. Trauer im dänischen Königshaus, Morten Hedegaard, der Geburtshelfer von Prinzessin Mary, 50, und Prinzessin Mary, 46, ist im Alter von nur 62 Jahren gestorben. Wie Politiken berichtet, starb der ehemalige Leiter der Entbindungsstation des Kopenhagener Rigshospitalet nach langer Krankheit am Donnerstag, 19. Januar 2023. Er erlag demnach einem Krebsleiden. Hedegaard half Prinzessin Mary, Ehefrau von Prinz Frederik, 54, bei der Geburt des ersten Kindes, Prinz Christian, 17, sowie bei der Geburt der Zwillinge Prinzessin Josephine und Prinz Vincent, 12. Außerdem leitete er mit seinem Entbindungsteam ebenfalls die Geburten der Kinder Henrik, 13, und Athena, 10, von Prinzessin Marie und Prinz Joachim, 53. Wir haben einen hochgeschätzten Kollegen, einen leidenschaftlichen Idealisten, einen großen Menschen und ein medizinisches Vorbild verloren, schreibt die Dänische Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, DSOG, in einer Erklärung auf ihrer offiziellen Website. Laut Politiken war Morten Hedegaard einer der führenden Geburtshelfer des Landes. Nachdem er 14 Jahre lang die Entbindungsstation des Kopenhagener Universitätskrankenhauses Rigshospitalet geleitet hatte, verließ er 2016 die Klinik. Verwendete Quelle: Politiken.dk